herzlich willkommen euch beiden. Schön, dass ihr hier seid. Roman Mittermeier ist aus London gekommen und Florian Enner ist nicht extra aus London gekommen, sondern wohnt in Salzburg. Und auch schön, dass du da bist. Ja. Du hast hier studiert an der Fachhochschule, Roman hat nicht hier studiert. Ich mache es ganz kurz und bündig. Ich starte mit folgender Frage, wo ich auch ein bisschen vorstellen könnt, was steht denn auf eurer Visitenkarte und wer seid ihr? Florian, magst du vielleicht anfangen? Ja, auf meiner Visitenkarte steht Co-Founder drauf. Also ich arbeite für ein Startup und bin einer der Mitgründer davon. Generell ein bisschen zur Firma vorher selber. Also wir bauen modulare Roboterkomponenten für verschiedene Robotersysteme, hauptsächlich im Forschungsbereich. Also jetzt für universitäre Forschung, Ausbildung, aber auch Firmenforschung und Entwicklung. Relativ wenig, was jetzt, sage ich mal, in diese standardindustrielle Automatisierungstechnik und so weiter reingeht, wenn dann eher mehr Richtung Mensch-Maschinen-Kollaboration, wie arbeitet man zusammen mit Robotern, ohne dass man sich umbringt. Und da arbeite ich als Softwareentwickler eigentlich auf allen Ebenen. Also ich habe früher mehr Richtung Firmware gemacht, das jetzt ein bisschen weniger. Also da geht es mehr darum, so Echtzeitkontrolle, diverse, also wie spricht man so Motoren und so weiter an. Dann habe ich relativ viel gemacht, was so Netzwerktechnik angeht, also Latenzen, wie viel so Robotersteuerung kann man überhaupt ansprechen, wie schauen da die Protokolle aus. Dann mehr so Schnittstellen, also was für Schnittstellen brauchen User jetzt, um diverse Applikationen daraus zu bauen. Also jetzt nicht nur, sagen wir, Standardarme, aber komplett eigene Roboter. Also zum Beispiel jetzt die NASA benutzt gerade für einen Prototypen von Proof of Concept für einen neuartigen Mars-Roboter, der wo runterfallen kann und so weiter. Das ist einfach, sagen wir, komplett anders, was einfach mit der Industrie mehr wenig zu tun hat. Du machst ganz was anderes, Roman. Also du hast mit Robotern nicht viel am Hut. Ab und zu. Also wenn du sagst Managing Director von 20 People, was ist deine Job Description? 50% der Zeit sind damit verbracht, neue Dinge zu finden und 50% der Zeit quasi sind damit verbracht, die Dinge, die funktioniert haben, weiter zu bearbeiten. Und Dinge sind in dem Fall alle Arten von ich sage mal, hauptsächlich digitale Services. Aber das ist relativ breit gefächert. Also bei mir in der Firma geht es hauptsächlich darum, irgendwas zu finden, wo irgendwer ein Problem hat. Schauen, ob man einen Service dadurch entwickeln kann oder eine Lösung entwickeln kann und die dann verkauft und aufbaut, bis vielleicht zum Punkt, wo man es am Schluss dann groß verkauft. Wir haben es begonnen schon viel früher, bevor dieser ganzen Amerika-Sache auch noch, wenn man Mitverbörse verkauft, dann später haben wir einen intelligenten Skill-Matcher für CVs und für Arbeitgeber verkauft. Aktuell ist das größte Tool, das jetzt bei der Firma läuft, ein Tool, das heißt Busy. Und da geht es darum, dass man für Instagram schedulen kann, also planen kann. Das nehmen halt Firmen her wie weiß nicht, Krispy Kreme oder Toyota oder die Chippendales oder Power Rangers verwenden es auch. Ja, wirklich, wenn man natürlich, ist das nur deswegen interessant, weil Instagram das eigentlich nicht anbietet. Es gibt keine Schnittstelle für Firmen und in diesem Fall ist die Lösung, es interessiert vielleicht die Techniker ein bisschen mehr, wir haben hunderte von Android-Phones, die per Fernsteuerung quasi die Finger-Touches simulieren und per OCR lesen, was auch in der Instagram-App passiert. Also quasi wie in China, wer das kennt vielleicht, diese billigen künstlichen App-Bewerter, Spam-Roboter, verwenden wir mehr oder weniger ähnliche Technologie, um zu ermöglichen, dass man quasi diese Arbeit, was in den Social-Media-Agenturen extrem teuer ist, dass man das quasi einem Computer übergibt und der automatisiert diese ganzen Arbeiten. Und das klingt total absurd, aber es funktioniert unglaublich gut und es ist auch relativ profitabel. Da, wo ihr jetzt seid, ja, also mit dem, was ihr jetzt macht, Co-Founder, Managing Director und so, wie seid ihr da hingekommen? Kann man das ein bisschen so in zwei, drei, vier wichtigen zentralen Stationen in eurem Lebenslauf betiteln? Weil du hast ja, Roman, du hast nicht ITS studiert, du hast BWI studiert, du hast ITS studiert, Florian. Also was waren so zentrale Punkte in eurem Werdegang, Lebenslauf, wo ihr sagt, okay, die haben mich geprägt? Ich habe zum Programmieren begonnen, wie ich glaube, ich ca. 10 oder 11 Jahre alt war. Aber ich habe es nur deswegen begonnen, weil ich die Highscores von den Spielen verändern wollte. Aber es ist relativ schnell dann in Schwung gekommen. Ich habe dann mit 14 mein erstes Produkt verkauft an Blue Danube Radio. Wer das jetzt noch kennt, der kriegt wirklich extra Sonderpunkte. Genau, Vorgänger von FM4. Vorgänger von FM4. Und die haben das verkauft und wir haben das dreiviertel Jahr lang mit denen habe ich das abgewickelt. Und es ist alles per E-Mail passiert und per Newsgroups damals. Und am Schluss dann war das Abnahmegespräch und ist das Geld reingekommen, was mehr Geld war, als ich jemals geglaubt habe, dass ich verdienen werde. In meiner ganzen Lebenskarriere war natürlich gar nichts, aber in dem Alter war es alles.
Und dann haben wir die angerufen und haben gefragt, ob ich einen Job haben will dort und wann ich dann mit meinem Studium fertig bin. Und ich habe denen dann erklärt, ich bin nur in der Hauptschule im Moment. Und das war das erste Telefongespräch und die haben mir das nicht geglaubt. Das hat wirklich, das wäre fast eskaliert dort. Auf jeden Fall, das war die erste große Erfahrung, wo ich gemerkt habe, man kann, wenn man hinter dem Computer sitzt und keiner weiß, wer man ist, doch relativ viele Sachen machen, weil man quasi nicht so diese Standardsachen macht. Und so ist es dann, dann bin ich zur HTL gegangen in Braunau, habe dort Mediendesign gehabt, was nicht Mediendesign war, sondern mehr Elektrotechnik. Aber die HTL sind es ganz genossen, aber war dann der Meinung, dass Wirtschaft vielleicht wichtig wäre, vielleicht weil zu viel Technik schon passiert ist. Bin dann auf die Wirtschaftsuni nach Wien gegangen. Das war meiner Meinung nach im Nachhinein eher ein Fehler, weil ich erwartet habe, 5 Jahre oder 4 Jahre lang ein Betriebswirtschaftsstudium hilft mir dann aus der Technik rauszukommen und viel mehr in den Verkauf und in diese Dinge zu gehen. Aber es war kaum was Anwendbares dabei, weil natürlich die HTL viel praktischer war oder FH viel praktischer gewesen wäre. Also ich habe nicht sehr viel mitgenommen von der Wirtschaftsuni und von dort bin ich dann weiter über Praktikum nach Amerika zu Microsoft. Die Prozesse, die bei Microsoft verwendet worden sind, waren sehr interessant, aber halt teilweise nur im großen Kontext anwendbar. Und, aber dann war einfach der Gedanke da, ich gehe jetzt nach London, gründe der Firma und nimm diese selben Prozesse, aber du sollst beschleunigen auf ein kleineres Umfeld und arbeite mit dem weiter. Und das funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Und so bin ich dann zu meinem Job gekommen. Florian, kurze Punkte, was waren so zentrale Abschnitte? Ja, ich glaube, was für mich persönlich recht wichtig war, also wir waren zwischen, glaube ich, 14 bis 20 oder sowas, waren wir Gastfamilie für amerikanische Austauschstudenten. Und da haben wir eigentlich, also sie kommen dann immer für 6 Wochen bis 4 Monate und da habe ich dann eigentlich zu Hause mehr Englisch als Deutsch gesprochen. Also ich habe eigentlich damals schon fließend Englisch gesprochen und das hat mir später sehr dafür geholfen. Ja, ich war auf der HAC, nicht auf der HTL. Ich habe relativ schnell dann bemerkt, dass Betriebswirtschaft eigentlich mich nicht so interessiert. Wollte dann eigentlich sofort in die Technik rein. Ich habe damals eigentlich auch nicht wirklich gewusst, was ich wirklich jetzt machen will. Man hat irgendwie gesagt, ja, irgendwas mit Computern und das hat sich halt, war dann irgendwie ITS. Und dann habe ich dann auf einmal die Vorlesung gehabt wie Elektrotechnik und dann bin ich eigentlich draufgekommen, dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht und dass ich eigentlich mehr in Richtung Hardware gehen will. Und auch dieser ganze Forschungsbereich hat mich immer irgendwie interessiert. Ja, dann während dem Bachelor war ich dann noch in Neuseeland, habe Auslandssemester dort gemacht. Habe dann eigentlich, wollte dann nach einem Master in den USA machen. Habe mir dann schon mehrere Unis drüben angeschaut und habe mir dann eigentlich gedacht, okay, das ist so extrem teuer. Dass ich die Idee eigentlich wieder aufgeben habe. Habe dann meinen Master noch hier weitergemacht. Hier hat es mir eigentlich immer recht gut gefallen. Ja, und dann haben wir damals, ist der Professor, also der Robert Merz, neu herkommen und der hat über Kontakte drüben eine Stelle organisiert gehabt, die habe ich dann bekommen. War dann 5 Monate drüben. In der Zeit habe ich dann drüben schon ein Vollzeitangebot bekommen und ja, bin wieder kurz zurück und habe dann eigentlich, ja, da dann schon 5 Jahre gearbeitet gehabt und ja, dann haben wir ein Startup drüben gegründet und jetzt bin ich dann wieder zurück. Und du bist jetzt seit Herbst bist du wieder in Österreich? Seit letzten Februar. Seit Februar. Genau. Also seit einem Jahr ungefähr jetzt. Genau. Also ihr wart beide in Amerika drüben, aber auch mit unterschiedlichen Vorzeichen, also mit unterschiedlichen Ausgängen. Du hast gesagt, du bist über die FH, über den Marshallplan, über Studium nach Amerika gekommen und du bist nach dem Studium oder zum Ende des Studiums dann wirklich zum Arbeiten nach Amerika gegangen. Also da glaube ich, weil das auch Thema von dem ITS-Talk jetzt ist, wenn es darum geht, warum soll ich nach Amerika gehen? Ja? Also was hat euch damals, Studium und dann beruflich, angetriggert, euch für Amerika zu interessieren und wie war dann, sage ich mal, auch euer Schritt nach Amerika zu gehen? Also wie gesagt, ich wollte immer schon ein bisschen nach Amerika, habe immer schon relativ viel USA-Bezug gehabt. Was mich speziell an der Aussendung bzw. an der Uni interessiert hat, war, also die Carnegie Mellon kennt man bei uns ja eigentlich sehr wenig, ist aber eigentlich eine super Uni. Also was jetzt die Softwareentwicklung, Computer Science und Robotik angeht, sind sie eigentlich weltweit führend bzw. ganz vorne dabei. Und ja, ich wollte mir das halt mal anschauen und habe mir gedacht, okay, wie schaut es auf so einer Elite-Uni drüben eigentlich wirklich aus? Und ja, wird das jederzeit wieder machen. Es ist gar nicht so einfach, wie es oft dargestellt wird, rüberzukommen, weil es heißt ein Arbeitsvisum oder Studienvisum oder alles kostet einen Haufen Kohle und alles ist limitiert, alles ist total komplex, um das in die Wege zu leiten. Und ich habe das jahrelang immer im Hinterkopf gehabt, war eine Zeit lang in London, quasi so diese Secondhand-Amerika-Erfahrung und war auch okay, aber es war halt nicht Amerika. Und dann habe ich aber herausgefunden, es gibt Organisationen in Wien, ich habe jetzt den Namen vergessen, die kümmern sich darum, dass Leute Arbeitsvisum für Praktika und ähnliche Dinge in Amerika kriegen. Und das ist relativ gut organisiert gewesen. Das Problem war nur, die meisten Jobs, die angeboten haben in Amerika, waren jetzt sehr minderwertig interessante Jobs. Also nicht wirklich tolle Sachen. Es hat eher nach
Ausnützerei-Praktikum geklungen und einen Haufen gekostet. Aber sie haben diese komische Seitenoption, diesen einen Klausel gehabt, wo drin gestanden ist, man kann sich auch selber sein Praktikum organisieren, aber man muss ja wirklich die ganze Arbeit übernehmen und sie liefern nur den Namen für die offiziellen Visa-Verarbeitungen. Und da habe ich mir eingearbeitet wie ein Verrückter quasi, weil ich wissen wollte, ob das wirklich funktioniert, und habe dann ein Praktikum in New York gekriegt, habe die Firma dort überzeugt. Und so ist es dann eigentlich in den Schwung gekommen, dass war dann in New York, habe dort bei einer Webagentur gearbeitet, die haben, wie ich angefangen habe, haben es gehabt, ich glaube 55 oder 56 Leute. Und ich war dort ursprünglich geplant für 3 Monate und bin auch am ersten Tag gleich für 3 Monate bezahlt worden. Wegen einem Scheck und wegen der Einzahlung war irgendwie leichter zu lösen. Und die Firma ist von 56 Leuten auf, glaube ich, 2 oder 3 Leute zu der Zeit, wo ich weg bin, geschrumpft. Weil es war eigentlich geplant, dass die Firma übernommen wird von einem Investor und dann ist ein Haufen Kohle da, so klassische amerikanische Webstory. Und es ist denen nicht aufgegangen und dann ist die Firma mehr oder weniger zugrunde gegangen. Und der Chef hat zu mir gesagt, ich kann heimgehen, ich kann aber auch da bleiben, bezahlt bin ich eh schon. Und ich bin nichts zum Tun gehabt, jetzt bin ich natürlich bis zum Schluss quasi dort geblieben. War aber trotzdem eine coole Erfahrung für Amerika und hat dann auch dazu geführt, dass ich später immer wieder quasi die Ohren offen lassen habe, ob nicht irgendwo eine Möglichkeit für Amerika rauskommt. Und das Praktikum für Microsoft hat sich dann später durch seltsame Wege, sage ich mal, angeboten, kann ich vielleicht später noch mehr erklären. Habe dann eine Praktikumsmöglichkeit entgegengenommen bei Microsoft, bin rüber, 3 Monate Praktikum gemacht und es ist wie so ein bisschen wie so eine Talentshow. Am Schluss von diesen 3 Monaten wird dann entschieden, ob du quasi im Recall bist oder nicht, ob du die Karte kriegst, und die haben zu mir gesagt, ja, wir würden gerne, dass du da bleibst. Und ich habe gesagt, na, ich kann mir das persönlich einfach nicht vorstellen im Moment. Dann haben sie gesagt, das ist der Arbeitsvertrag und das ist das Geld und das ist der Bonus und das ist der Aktienteil und das ist der Teil und das ist der Teil. Und dann habe ich gesagt, okay, mach ich auf jeden Fall. Und so bin ich nach Amerika gekommen. Ja. Bleib mal ein bisschen konkreter jetzt, was ihr dort gemacht habt. Ja? Bleib mal bei dir, Roman. Du warst bei Microsoft. Wie viele Jahre warst du insgesamt dort? Also gesamt, mit Praktikum? Gesamt nur 3 Jahre, glaube ich. 3 Jahre. Und kurz in Abklatsch, was war deine Tätigkeit? Der Jobtitel war Produktplaner und ist für Office. Also Office 2013 war es damals. Und der Job war dreiteilig, hat 3 Phasen gehabt, mehr oder weniger. Die erste Phase war eine qualitative Phase, was darum gegangen ist, ein halbes Jahr lang nur um die ganze Welt fliegen und vor allem auch hauptsächlich Amerika, alle möglichen Leute treffen. Also wirklich von den CTOs von der Chicagoer Börse oder von Accenture bis zu einem 83-jährigen Vietnam-Veteran, der irgendwo in Florida sitzt, in seinem Haus und nicht genau weiß, welche Windows-Version er eigentlich gerade installiert hat. Um mit denen halt zu reden und zu sagen, hey, wir planen ein neues Office, was sind eure Probleme, wie schaut euer Arbeitsalltag aus, und wirklich zu dokumentieren, was die machen den ganzen Tag. Aus dem heraus, nach einem halben Jahr, sind dann Hypothesen formuliert worden und man hat halt quasi gesagt, okay, das sind die aktuellen Probleme der Menschheit, das werden die Probleme werden in den nächsten 15 Jahren. Und aus dem heraus halt Hypothesen formuliert, die dann im zweiten Teil des Jobs quantitativ validiert, halt Riesenfragebögen gemacht und Tests, UX-Tests, alles mögliche, Workshops. Und das hat mehr oder weniger validiert und dann hat dieses, was übergeblieben ist, in sogenannte, wie es Microsoft immer gerne nennt, die Big Bets formuliert, wo man dann gesagt hat, okay, ich habe jetzt 5 oder 10 Themen und es ist meine Aufgabe, quasi fast wie ein Lobbyist, dann innerhalb von Microsoft überall Lärm zu machen mit diesen 5 großen Themen, die ich quasi validiert habe, und zu sagen, okay, das nächste Office muss das unbedingt drinnen haben, weil es ist wichtig, und dann habe ich meine Daten herzeigt und dann die Validierung der Daten und die Leute und die Interviews, und dann beeinflusst man quasi die Produktentwickler und die Produktmanager und die was Vision für das nächste Office machen, in ihrem Weg, um zu wissen, was quasi die nächsten Schritte sein sollen. Heißt, du hast weniger eigentlich selber bei Microsoft technisch programmiert oder gearbeitet, sondern warst du eigentlich wirklich mehr so in der Recherchetätigkeit und in der Erhebung von, was braucht die Zukunft? Eine Zeile Code fixen dürfen, habe einen Bug gefunden, ja. Und das ist das Einzige, was wir irgendwie was anderen lassen, okay, haben, aber sonst war es rein organisatorisch. Vielleicht bei dir differenzieren, was ist so Tagesablauf oder was hast du auf der Uni gemacht und was ist dann später dann auch in die Projekte gekommen, die du dann auch beruflich dort verfolgt hast? Also auf der Uni, das war relativ interessant. Also ich bin angekommen und am ersten Tag habe mein Chef oder also Professor gesagt, ich kann machen, was ich will. Es ist ihm eigentlich egal, Hauptsache ich tue halt nicht Däumchen drehen und es muss irgendeinen Sinn haben. Aber ich kann mir prinzipielle Arbeiten aussuchen, die ich machen will. Ja, und dann habe ich mich umgeschaut, also ganz am Anfang habe ich halt mehr oder weniger mir die Arbeiten geben lassen von anderen, bis ich mich halt ein bisschen mehr am Labor ausgekannt habe. Und dann habe ich halt mehr oder weniger nach gefunden, okay, wo sind die Probleme, wo kann ich mich da selber irgendwie einbinden? Und ein bisschen immer das Problem gehabt, mir hat einfach irgendwie alles interessiert. Mir hat Netzwerktechnik interessiert, mir hat irgendwie die Hardware interessiert, mir hat eigentlich alles immer irgendwie interessiert. Und ich habe dann
eigentlich an fast allen Sachen irgendwie mitgearbeitet. Also ich habe dann alles irgendwie gemacht von 2D, also von Computer Vision, 3D Graphics, so wie macht man so Animationen von verschiedenen Robotern, wie spreche ich die Roboter überhaupt an, also dann mehr so Schnittstellen. Und dann haben wir Anwendungssachen. Ganz am Anfang habe ich mehr Richtung Forschung gemacht, also mathematische Modelle, wie bewegt sich jetzt so ein Roboter, wie kann man das ableiten von, wenn man jetzt die Achspositionen kennt, wie kann man davon ableiten, wie sich der Roboter bewegt hat. Das ist dann auch später eine Masterarbeit geworden. Dazu ist dann auch noch gekommen, dass wir haben an so Schlangenrobotern gearbeitet für so industrielle Inspektion. Wir waren dann in mehreren Kraftwerken zum Beispiel drinnen. Wir waren einmal, die EVN hat uns einmal in Zwentendorf reinlassen, waren mit den Schlangenrobotern drinnen. Und die haben die Räume kontrolliert oder was haben die gemacht? Wir haben einfach mal geschaut, wie weit kommen wir rein. Mit den Schlangenrobotern? Genau. Dann waren wir in Kraftwerken in Tennessee, dann haben wir relativ viel Sachen damit. Also nach Fukushima und so weiter hat es einige Anfragen gegeben, wie man irgendwo rein kann. Dann waren so Sachen wie damals dieses Minenunglück in Chile. Und das hast du auf der Uni aber mit dem... Das war Teil von deiner... Okay. Genau, also, beziehungsweise das Labor war eigentlich auf drei Teile aufgeteilt. Das eine war so Large-Scale Assembly, also wie baut man große Schiffe, Flugzeuge und so weiter zusammen. Mit dem haben wir eher weniger gemacht, eher noch ein bisschen Software-Support. Dann der zweite Teil war im medizinischen Bereich. Ja. Und das hat mich schon mehr interessiert, also da war ich dann öfters auch dabei bei irgendwelchen Tests. Oder war dann bei chirurgischen Eingriffen dabei und wo halt dann der Chirurg mit dem Roboter gearbeitet hat und dann gesagt hat, okay, da und da sind wir jetzt, das und das sind die Probleme, das und das hätten es ganz gern anders und es wäre eigentlich cool, wenn der Roboter das irgendwie so machen könnte. Und eigentlich der Hauptbereich für mich waren diese Schlangenroboter, modulare Systeme und da waren wir halt auch sehr, sehr viel unterwegs. Wie hat sich denn dort der Alltag von Universität zu Alltag hier FH unterschieden? Also kann man da irgendwie Punkte nennen, wo sich die, es ist ja immer noch Ausbildung gewesen auch, das ist, aber wo gibt es da Unterschiede? Ja. Wenn man sagt, das, was ihr jetzt hier erlebt an der FH, wie zeichnet sich das in Amerika ab? Wir haben zum Beispiel, also was mir immer sehr gut gefallen hat, es gibt einfach sehr, sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich war nebenbei, also als Mitarbeiter von der Uni bekommt man mehr oder weniger gratis Vorlesungen, also sprich, das zählt zum Einkommen und dann darf ich Einkommensteuer auf das zahlen, was immer noch genug ist. Aber ich habe mehr oder weniger dann immer zum Beispiel eine Vorlesung in Software-Architektur oder sowas mitgenommen, das man später wieder sehr, sehr viel gebracht hat. Dann gibt es eigentlich fast jeden Tag irgendwelche Talks zu bestimmten Themen, wo verschiedene Leute eingeladen werden und dann über dieses Thema reden. Also ein bisschen ähnlich wie hier, nur da hat es dann eine Reihe zum Beispiel gegeben, die ist Richtung Machine Learning gegangen. Eine Computer Vision, dann irgendwas, Blackett Robots, also oder wie macht man, oder Bipedal Robots. Und das ist aber frei, also man meldet sich da freiwillig an oder ist das verpflichtend? Genau, weil viel ist ja hier verpflichtend in der FH gerade, so wie sie strukturiert ist, aber da habt ihr frei. Okay, nein, das ist komplett frei, also die sind eigentlich fast immer dann voll und da werden dann verschiedene Professoren eigentlich von der ganzen Welt eingeladen. Sind viele Leute halt von MIT und so, wer den Cheetah-Robot oder sowas kennt, dann von Boston Dynamics waren Leute da und eigentlich wirklich quer durch. Dann hat es Softentwicklungstalks gegeben, also da war der Windsurf, glaube ich, hat der damals TCP gemacht, hat dann darüber geredet, dass er jetzt glaube ich bei Google, wie man so interplanetare Netzwerke bauen könnte. Und dann die Barbara Liskov war da. Wie seid ihr dort zu Noten gekommen? Wie bitte? Wie seid ihr dort zu Noten gekommen auf der Uni? Was ich interessant gefunden habe, es hat, zumindest in den Vorlesungen, die ich gemacht habe, hat es überhaupt keine Prüfungen gegeben. Überhaupt nichts. Also das war eigentlich alles über Hausaufgaben, beziehungsweise andere Sachen, die man eigentlich über das komplette Semester macht. Und vom Aufwand her war es halt ein Wahnsinn. Also es hat teilweise Vorlesungen gegeben, da bin ich sicher an einer Vorlesung im Durchschnitt 25 Stunden oder so in der Woche drangehängt. Weil du was hast machen müssen? Also da hat es zum Beispiel eine Vorlesung gegeben, das war Enterprise Architecture. Da war dann das Endresultat, eine Hausaufgabe war, wir haben einen Crawlinger schreiben müssen, damit wir auf einen bestehenden Webshop gehen, die ganzen Daten runterkopieren. Dann eine eigene Datenbank machen, das Ganze dann als Webservice zu mitnehmen, dann einen Webserver drumherum bauen mit Login und allem Möglichen,
das Ganze dann über Continuous Integration, also sagen wir, automatisch deployen zu lassen. Also selber Hausübungen, also ich hätte was bauen müssen und es war aber keine Prüfung, sondern es war eine Art von Hausaufgabe und Projektabgabe. Genau, die waren ziemlich involviert. Okay. Also das gibt es ja bei uns auch, sage ich mal, recht viel, aber bei uns ist halt noch sehr viel Überprüfungen auch gesteuert. Genau. Na, aber also drüben, zumindest in den Fall, als ich die gehabt habe, hat es überhaupt keine Prüfung gegeben. Und mir hat das persönlich eigentlich sehr gut gelegen. Noch eine Frage dazu, du hast ja wählen müssen oder du hast dich ja irgendwie ein bisschen, du hast selektieren müssen, was du dort machst. Ja? Wie hast du da auch, weil du hast ja hier was gelernt auf der FH, nach welchen Kriterien hast du dort deinen Studienplan zusammengestellt? Alles, was mir irgendwie so interessiert hat. Also ich habe jetzt... Und da hast du volles Angebot gehabt? Oder? Ja, also als Mitarbeiter von der Uni habe ich eigentlich komplett alles irgendwie aussuchen können. Also ich habe mir eben eine Vorlesung gegeben, das war im Finanzsektor eigentlich, also Statistical Arbitrage, also wie man irgendwie am Börsenmarkt was macht. Dann war andere, ich habe eine Vorlesung in Chinesisch genommen. Dann war Softwarearchitektur, Enterprise Systems Architecture, also da waren wirklich einfach quer durch alles, was mich so irgendwie interessiert hat. Okay, und das war möglich, weil du im Master warst, weil du den Marshallplan-Stipendium gehabt hast und da mit deinem Sprach auch relativ frei dort warst. Genau, also ich habe meinen Master eh schon gehabt und von dem her habe ich drüben jetzt, ich habe jetzt nicht irgendwie einen Studiengang gehabt, den ich jetzt irgendwie. Also du hast nicht keinen mit Anrechnungen herumschlagen müssen? Nein, genau. Okay, genau. Da warst du also relativ frei dort schon. Genau, als Mitarbeiter, die einfach wirklich mal Vorlesungen raussucht, die ich ganz gerne machen würde und da habe ich immer geschaut. Also es ist schon ein Unterschied, zum Beispiel, wenn einer von euch sagt, der geht jetzt Erasmus nach Schweden und so und die müsste doch eine gewisse Art von Anrechenbarkeit liefern können und du warst eher freier. Das wäre jetzt so der Unterschied zwischen Studium und FH hier, wenn man das übersetzt von Unternehmen, weil viele von euch arbeiten ja auch. Wo gibt es irgendwie, wenn man sagt, okay, es gibt einen Unterschied, wie dort der Tagesablauf, der Arbeitsablauf ist im Unternehmen von Microsoft zu dem, wie wir es vielleicht oder wie du es auch hier in Österreich kennengelernt hast, Roman? Es ist immer, ich tue mir ein bisschen schwer, das auszusprechen, aber für mich ist es ein bisschen traurig gewesen, weil ich habe in Wien gearbeitet einige Zeit lang. Ich kenne relativ viele Leute bei Microsoft in Wien und jetzt auch bei einer kleinen Firma, wo ich selber, glaube ich, 3 oder 4 Jahre war nebenbei. Und der größte Unterschied ist die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen. Und man würde erwarten, in Amerika so ist total kalt und böse und karriereorientiert und Dings. Und es waren die wärmsten Leute, die nettesten Menschen, die ich irgendwie gesehen habe in Amerika. Während in Wien, vielleicht ist Wien natürlich eigen, was das betrifft, aber während in Wien die Arbeitskultur doch sehr seltsam war teilweise. Also diese ganzen kleinen Hintergeschäfte, Hintersachen, Hinterrücks, reden über Leute und sich nicht wirklich gegenseitig unterstützen. Das, und dann auch außerhalb der Arbeit hat es kaum Connections gegeben, irgendwie in Österreich oder wenig. Während in Amerika, glaube ich, in dem Team, wo ich war, da waren sicher um die 45 Leute gesamt. Ich glaube, ich war bei jedem mindestens einmal daheim zum Essen eingeladen. Jedem erzählt, versucht, nachdem wieder daheim war, dass die Arbeit dort menschlich netter war. Weil natürlich jeder erwartet hat bei Microsoft, bis in dieser kalten, dunklen Maschine, aber ich eigentlich kaum 40 Stunden in der Woche gearbeitet, wann ich überhaupt 30 Stunden hingekriegt habe manchmal. Unternehmen dahingehend entwickeln, dass sie versuchen, auch den Arbeitsplatz so zu gestalten, das ist, dass ich dann dort klettern kann und dass ich dort irgendwie Fußball spiele und also dann auch noch irgendwie... Natürlich, und es gibt auch dort sehr viele Leute, die... Also es hat schon Situationen gegeben, wo wir heute halt am Abend nur mal kurz in der Arbeit vorbeischauen, weil man heute halt einen Computer abholt oder eine Jacke abholt und dann kommst du dann um 12:30 in der Früh in die Arbeit noch mal kurz rein und da sind immer nur Leute, die arbeiten, weil die halt lieber in der Nacht arbeiten. Also es ist halt wahnsinnig, ist natürlich schön, auf der anderen Seite ist es halt teilweise auch ein bisschen beängstigend, weil es so sehr bei uns auf der FH auch so, wir sind auch irgendwie bis um 1 Uhr immer da und dann. Ja, aber es ist zumindest so präsentiert, dass es mir nie negativ aufgefallen wäre. Es war unglaublich. Aber steckt da ein Kalkül dahinter? Also auch vom Management? Hast du da eine Idee? Der Amerikaner ist schon sehr getrimmt darauf, dass man Prozesse hat, die teilweise ein bisschen komisch wirken für uns. Wo vielleicht bei uns, wo wir uns vielleicht als Österreicher oder in einem Mitarbeiter-Manager-Situation oder vielleicht Student-Lehrer-Situation, wo wir uns quasi fast schon schämen würden gegenüber, wenn man also diesen Prozess so wie auf dem Papier durchgehen müsste, wenn zum Beispiel ein Mitarbeitergespräch ist oder sowas, dann die führen das schon sehr, sehr so durch. Also die sind sich nicht so blöd, diese Sachen zu machen, auch wenn es für uns manchmal ein bisschen komisch wirkt. Ja, wie hast du es erlebt? Ja, in etwa ähnlich. Also wo ich das ein paar Leuten hier erzählt gehabt habe, ist dann oft irgendwie gekommen, ja, aber die Amerikaner sind ja dann so oberflächlich, die sind ja nur so ein bisschen so oberflächlich freundlich. Das war nicht meine Erfahrung, also sie sind tatsächlich einfach freundlicher. Ja. Das ist, und teilweise, es ist auch in der Arbeit einfach viel offener, kommt mir vor. Also, weiß nicht, wenn jetzt wer irgendwie produktiver ist,
auf einem Weg, dann wird das auch unterstützt. Oder es kann eigentlich jeder arbeiten, wann er will. Und es waren oft irgendwie so Sachen dabei, wenn ich an irgendeinem harten Problem arbeite, dann ab und zu sag mal, kann ich einfach besser oder klarer denken, wenn ich mich auf irgendeiner Couch lege und die Augen zumache und mir das einfach mal irgendwie so in so einem Kopf durchgehen lasse. Ja. Aber ich glaube, das wird in Österreich ein bisschen komisch ausschauen, wenn ich mich da auf einmal während der Arbeitszeit auf die Couch lege. Weil dann immer dieser unterschwingende Teil ja, ist. Dieses, du sollst ja, gerade arbeiten genau, oder sowas. Ja. Nicht seinen Teil und dort genau. Fahren, und drüben oder? Ist eigentlich, ist mir, da werden auch Stunden nicht gezählt. Es ist völlig egal. Es ist, ob man jetzt die Arbeit in 40, in 20 oder in 100 Stunden macht, ist, drüben interessiert es keinen. Das, genau. Es zählt der Output, es zählt die Leistung. Okay, es ist davon. Ja nicht nur eine Werbeveranstaltung, jetzt, dass man Amerika super finden soll. Was hat es Negatives gegeben? Also wo ihr sagt, okay, das ist schon kritisch zu sehen im Berufsleben in Amerika oder auch an der Uni? Wir sollen in der Marketingveranstaltung kommen. Nein, ist okay. Ja, also ich muss sagen, also für mich war das eigentlich wirklich perfekt drüben. Das hat genau dem entsprochen, was ich eigentlich gern machen würde. Ich war immer so ein bisschen so Freigeist. Mhm. Es hat halt doch, bei vielen Leuten hat es das Problem gegeben, die sind ins Labor reinkommen und die haben halt nicht gewusst, an was sie arbeiten sollen. Okay. Und die haben sie halt dann nicht lang gehalten. Also mit der Freiheit, die man bekommt, genau, man muss bekommt, man bekommt sehr viel Freiheit, aber ja. Wenn man halt nicht selbst motiviert ist, dann funktioniert das halt auch nicht. Okay. Die negativste Sache an der ganzen Amerika-Erfahrung war, immer erklären zu müssen, dass Amerika nicht so ist, wie ihr glaubt, dass es ist, wenn man heimkommt und versucht zu überberichten und sagen, die Leute, die 100.000 Sachen, die sie alle gehört haben, und immer permanent zu verteidigen, dass es doch anders ist, die Leute sind anders, das Land ist anders, es ist nicht jeder Donald Trump-Style Amerika. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist vielleicht, dass das trifft, glaube ich, mehr auf große Unternehmen zu, dass und auf große Städte, also das ist mir in New York extrem stark aufgefallen, dass es eine komplett andere Geschwindigkeit von Karriereleuten gibt. Also die was wirklich, wirklich, wirklich Karriere machen wollen dort, die arbeiten nur mehr auf einer komplett anderen Geschwindigkeit. Also wie ich aus diesem Unternehmen in Wien gekommen bin und dann dort noch den ersten Job in New York gehabt habe, Sie haben zwar respektiert, dass ich quasi nur zu meinem Praktikum da bin, aber ich habe mit Leuten zu tun gehabt, die haben so viel Geschwindigkeit in ihrer Karriere gehabt, das war unvorstellbar zu sehen. Also die haben und da steckt also es gilt ja von Leistungsdruck dann auch, oder wie? Oder? Das gibt natürlich, wenn man auf das nicht vorbereitet ist, fühlt man sich sehr schnell als der quasi nicht mitzirkt, ja. Der nicht diese Geschwindigkeit hat, aber später, wenn es dann bei Microsoft nach dem Praktikum zur Vollzeitposition war, soweit war, habe ich dann realisiert, okay, jeder kann seine eigene Geschwindigkeit ohne Probleme eigentlich dahin existieren. Sie finden die deswegen nicht schlecht oder sie lassen es dann nicht spüren, dass du quasi nicht die Leistung erbringst, sondern es hat einfach jeder seine Geschwindigkeitsbahn, die er fährt. Dann ist es sehr schnell wieder komfortabel geworden, weil dann sind diese Leute teilweise sehr inspirierend, weil du siehst, okay, es ist eine komplett andere Geschwindigkeit auch noch möglich, aber der lässt es mir wenigstens nicht die ganze Zeit spüren, dass ich quasi mehr da sein sollte oder keine Ahnung. Was ich da interessant gefunden habe, also in den USA spielt Alter generell wenig Rolle. Alter. Ja, also es gibt, sage ich mal, sicher einige Positionen. Hier, wenn man Karriere machen will, man muss einfach ein bestimmtes Alter haben. Das ist mir öfters irgendwie auffallen. In den USA gibt es das nicht. Wenn einer gut genug ist dafür, dann kriegt er die Stelle auch. Das ist egal, ob der jetzt 40 oder 25 ist. Weil ich glaube, ganz zentral auch eventuell, wenn es Leute gibt, die sich interessieren für ein Studium in Amerika oder ein Praktikum in Amerika, was sind denn so Kriterien, die ihr erlebt habt oder wie seid ihr sie angegangen, wenn ihr euch dort beworben habt? Ich habe jede Möglichkeit eigentlich nur durch die Hilfe von einem anderen gekriegt. Und es war immer irgendwie über einen seltsamen, komischen Weg, wo das in die Wege geleitet worden ist. Praktikum war zum Beispiel so, ich habe irgendwann einmal in meiner WU-Zeit versucht, mich zu bewerben bei einer von diesen größten Firmen. Ich habe nicht einmal Antwort gekriegt, es ist nicht einmal Absage, irgendwas zurückgekommen. Ich habe dann immer wieder versucht, mich dort zu bewerben, nichts. Das Gefühl gehabt, okay, vielleicht ist mir einfach mein Lebenslauf nicht gut genug, vielleicht funktioniert es einfach nicht. Und später dann halt erfahren, wie leicht es eigentlich war. Bei Microsoft das Praktikum war so, das erste, mir der Bekannte von mir, die auf der TU war, E-Mail weitergeleitet, wo drin gestanden ist, Microsoft sucht Programmierer. Und sie hat dazu geschrieben, das wäre doch was für die. Und ich war nicht interessiert an einem Programmiererjob, ich war immer nur in der Meinung, ich brauche jetzt einen wirtschaftlichen Job, irgendwas mit Wirtschaft. Und habe dann dazu geschrieben, das interessiert mich nicht. Und habe dann eines Abends leicht betrunken entschieden, vielleicht probiere ich es einfach nur des Spaßes halber. Und weil dort die Bewerbung nicht ein Riesenformular war zum Ausfüllen, sondern ich habe einfach nur meinen Lebenslauf an eine E-Mail-Adresse in Wien schicken müssen. Und das war's. Das habe ich gemacht. Und zwei Monate später hat irgendwann mal das Telefon geläutet. War irgendwas aus Amerika dran, es war irgendwie so um 7 am Abend. Und ich bin nicht ausgekannt, um was es geht. Und die hat erklärt, ja, na, bla, bla. Und hat einfach nur begonnen, Fragen zu stellen.
und ich bemerke, die andere Person geht davon aus, dass mir 100% bewusst ist, um was es geht, und ich habe null Chance gehabt zu wissen, um was es geht, und habe diese Verbindung an ihm hergestellt mit Microsoft und habe die erste Stunde des Gesprächs damit verbracht, herauszufinden, wer das eigentlich ist, um was es geht, und habe dann realisiert nach einer Stunde in Panik, dass es das Microsoft-Bewerbungs-Interview-Gespräch ist. Und null vorbereitet und bin daheim gesessen in Jogginghosen und quasi vorm Fernseher mehr oder weniger. Und aus dem einen Gespräch sind dann 7 Gespräche geworden und ich bin um 3 in der Früh fertig geworden oder sowas. Und habe dann ein Praktikumsangebot von Microsoft gehabt. Und das Interessante. Aber was hast du denn gemacht? Also nein, das Interessante dabei war, ich habe nach einer Stunde quasi versucht herauszufinden, für was das eigentlich genau ist, weil ich will eigentlich nicht als Programmierer dort arbeiten, das war nicht meine Intention zu der Zeit. Und dann hat sie gesagt, na, what would you like to do? Und ich so, wie jetzt? Und dann hat sie gesagt, na, sie sagt mir mal ein paar Sachen. Und dann hat sie mir ein paar Sachen vorgelesen. Das waren so Jobs, die sie zur Verfügung gehabt hat. Und ich habe dann einfach 2 Tage gesagt, die mich interessieren. Und ich habe gesagt, ja, das mit der Xbox würde mich interessieren. Und das haben wir ein paar Sachen erwähnt. Und sie so, ja, okay, schauen wir mal, vielleicht bei dem Job, vielleicht gehen wir die dort rein. Moment, ich verbinde dich schnell mit einem anderen. Und dann hat sie mich mit diesen Leuten verbunden. Und es war plötzlich so, als würde ein Team von 15 Leuten daran arbeiten, dass er den bestmöglichen Job da drinnen kriegt. Und ich habe mir gedacht, das sind sicher definitiv. Was hast du denn getan? Ich verstehe noch nicht ganz, was du gemacht hast, dass du das irgendwie bekommen hast, diese Möglichkeit, mit 15 schönen Leuten zu sprechen. Ein E-Mail abgeschickt an die richtige Position. Und durch das habe ich damals gelernt, okay, es ist halt leider wirklich so, es war zwar keine Beziehung zu dieser Person da, aber es war halt jemand, der dich weiter erreicht. Okay. Und später, ich habe Bewerbungen dann auch bei Google gehabt und dort ein langes Interview gehabt, genau wieder dasselbe Sache. Es war, man kann sich bei Google für Jahre lang bewerben, außer man ist natürlich bei einer Top-Uni, dann ist es ein bisschen leichter, aber sonst hat man fast keine Möglichkeiten, auch wenn die Jobs offiziell ausgeschrieben sind, da irgendwie reinzukommen. Es reicht, wenn eine Person drinnen ist, bei mir war es ein Freund, mit dem ich bei Microsoft damals lang war, ein E-Mail und innerhalb von einer Stunde hat mir wer zugerufen und hat ein Interview mit mir gehabt. Was mir dann halt aufgefallen ist, also wenn man mal drüben ist, also sagen wir mal, wenn man jetzt wie ich drüben einmal an der Uni ist, dann ist es auf einmal einiges einfacher, weil dann bekommt man auf einmal dann E-Mails von Amazon und Google und Microsoft und so weiter, die dann sagen, hey, wir haben an dem Tag dort und dort irgendwelche Events und ob man sie dann halt irgendwie mehr vorstellen will. Oder teilweise wird man dann eingeflogen. Oder ja, bei Amazon zum Beispiel ist es oft so, die kommen dann zuerst zur Uni, schauen sich ein paar Leute an, ja. Und wenn dann interessante Sachen rauskommen, dann fliegen sie also nach Seattle rein und dann hat man mehr oder weniger dort ein paar Tage, kann sich die Stadt noch anschauen. Ich glaube, bei Microsoft bekommt man sogar noch ein Auto dazu. Und ja, kann sich wirklich mehr Wochen aber anschauen. Auch da gilt so eine Art von persönlicher Beziehung, Kontakt, die man halt, wenn man physisch drüben ist, so wie in deinem Fall, über die Uni ist es wesentlich also leichter. Also wenn man mal physisch drüben ist, ist es einiges einfacher. Ist ja mit Visum und so weiter einiges einfacher. Um jetzt mal rüber zu kommen, ist, also ich sage jetzt mal, so im Bachelor ist es so, dass man auf Partnerunis von der FH angewiesen ist. Das heißt, man braucht Unis, wo man gewisse Vorlesungen machen kann und ja, es muss passen. Im Master ist es so, dass man eigentlich nur die Masterarbeit machen muss, irgendwo in irgendeinem Forschungslabor. Und in den USA ist jetzt oft das Problem, also ich habe es zumindest bei Physio-Robotik-Laboren gesehen, dass die ganzen Softwareentwickler überall sofort von ja, Microsoft, Google und so weiter genommen werden und eigentlich relativ wenig auf den Unis bleiben. Da hat zum Beispiel Stanford hat ein Riesenproblem, dass einfach die kompletten Softwareentwickler sofort zu diesen ganzen Firmen gehen. Das heißt, wenn man sie bei diesen Laboren jetzt teilweise auch an guten Unis, aber vor allem jetzt zum Beispiel so diese Second Tier, die halt auch sehr interessante Sachen machen, wo sie halt nicht so viele Leute bewerben. Wenn man da jetzt hinschreibt, dass man und man sagt, hey, ich habe ein Marshallplan-Stipendium, ich bin Softwareentwickler, ihr müsst mir nichts zahlen, ich würde einfach ganz gerne mal 5 Monate bei euch arbeiten, dann ist es für die Uni relativ einfach, dass sie die Leute einstellen. Kontoverbindung USA-Österreich, ist das ein Problem? Es war ein Riesenproblem, aber jetzt mittlerweile durch so Sachen wie TransferWise, was ihr es kennt, oder ähnliche Dienste, ist es relativ gut möglich. Also meinen ersten Paycheck habe ich nur beim Western Union Dings mit 14 anderen Scammer und shady Typen halt irgendwie in Chinatown eingelöst. Und jetzt mittlerweile ist es wesentlich leichter. Aber es ist halt so, wenn man natürlich mit einer großen Firma umgeht, oder vielleicht ist es mit der Uni ähnlich, dann ist es ein bisschen leichter, das Ganze in Schwung zu kommen. Also ich bin zu meiner ersten Bank, also wie in New York war, wo ich ein Bankkonto aufmachen und habe es nicht geschafft. Ich habe ewig lang probiert, wirklich die ganzen 3 Monate damit verbracht, ein Bankkonto aufzumachen, habe es nicht gekriegt. Dann, wie ich bei Microsoft war, bin ich mit einem 20.000-Dollar-Scheck zur Bank gegangen und habe gesagt, ich würde den gerne depositen. Und dann innerhalb von einer halben Stunde war das Bankkonto ist fertig. Also dann ist es schon leichter. Es kommt nicht davon, wo man halt dann irgendwie unterkommt, ob man jetzt bei einer großen Firma oder bei einer kleinen ist. Ja, bei mir war es damals so, also ich bin von der Uni hat es mir so einen Service gegeben, die, also so eine kleine Bank unten drinnen gehabt.
und da haben wir hingehen können und die haben diese ganzen Sachen gemacht. Also das war relativ einfach eigentlich. Ich habe mir dann einmal Geld überwiesen und da damals, das war so ein International Konto, wo gestanden ist, ja, auf der, einmal im Monat zahlt man für das erste Mal keine Fees. Und dann haben wir es überwiesen, also eh gleich alles, und dann haben sie mir 10% abgezogen. Und dann haben wir gedacht, was ist da jetzt los? Und dann haben sie gesagt, ja, waren eh null Fees, aber halt der Umrechnungskurs, den sie benutzt haben, der war halt 10% niedriger. Und ich dachte, ja, super. Seit mittlerweile 7 Jahren verwende ich Firma, die heißt Stripe, was die wer kennt, das ist ein Zahlungsabwickler im Internet. Die wiederum bieten seit einem Jahr ein System, das heißt Atlas. Und das Produkt erlaubt quasi Leuten aus der ganzen Welt eine Firma in Amerika zu gründen. Und man kriegt dort ein Bankkonto bei der Silicon Valley Bank, man kriegt dort ein Registered Office Adresse, wo es dabei ist. Und es ist zu einem relativ günstigen Preis. Es macht jetzt keinen Sinn, nicht einfach nur so auf Dings, das Hobby am Nachmittag zu machen, aber wer daran denkt, nach Amerika zu gehen und eine Firma zu gründen, es war früher wesentlich schwerer und mit dem ist es ziemlich einfach. Weil dort kann man das Bankkonto und diese ganzen Sachen mal alle etablieren und man kann von Österreich aus arbeiten und die Firma in Amerika haben und dann auch in einer gewissen Zeit, ich glaube nach 2 Jahren, könnte man sich selber transferieren mit einem Visa nach Amerika und könnte sich dann eigentlich auch zur Green Card hin bewegen. Wie Unterschied zwischen FH und Uni in den USA? Kann man das irgendwie beschreiben? Ich meine, du hast was andersrum gemacht, weil du warst in diesem Forschungslabor drinnen, aber du kannst auch noch einen Unterschied zu Neuseeland, wo du warst. Also was mir halt oft aufgefallen ist, ist, in den USA hat man generell zwischen 4 und 6 Vorlesungen, also 4 ist eigentlich schon Vollzeitstudium, geht dann durch halt wesentlich mehr in die Tiefe in einem Bereich, hat aber wesentlich weniger Sachen, sagen wir, gleichzeitig. Was mir hat eigentlich die FH besser gefallen, was diese Sachen angeht, weil mir alles so irgendwie interessiert und ich wollte halt von allem ein bisschen was wissen und man hatte halt dann 12 verschiedene Vorlesungen oder sowas, geht halt bei allem irgendwie ein bisschen rein. Ja. Aber was mir halt oft aufgefallen ist, wenn man dann mit Studenten in den USA arbeitet, die kennen sich halt dann super in Teilbereichen aus, aber wenn man dann irgendwie fragt, ja, was ist, weiß nicht, kommt es mir, ja, was ist jetzt eine IP-Adresse? Das ist ja dann teilweise schon ein bisschen problematisch. Wie lässt sich eine eigene Familie bzw. Partnerschaft mit dem Studium oder dem Job kombinieren, wenn man in Amerika ist? Welche Möglichkeit bieten die Firmen? Was habt ihr da erlebt? Also ich bin mit meiner Frau rüber. Ja. Und beim ersten Kind, also war das zum Beispiel, also gibt es ja eigentlich zum Beispiel keine Regelung, wie lange ich jetzt zu Hause bleiben darf oder sowas, oder ich krieg auch kein Geld irgendwie vom Staat oder sowas. Aber mein Chef ist zu mir hergekommen und hat gesagt, hey, bleib einfach mal das erste Monat zu Hause, ich zahle dir einfach zu 100% weiter. Ja. Und wenn ich nach dem Monat draufkomme, dass ich noch einen Monat brauche, dann kann ich noch einen Monat zu Hause bleiben. Also okay. Das war eigentlich, das hängt immer und wie lange bist du dann zu Hause geblieben? Ein Monat und das war das produktivste Monat, das ich je gehabt habe, glaube ich. War es familiär oder arbeitsmäßig? Nein, arbeitstechnisch. Das ist unglaublich, wie das da funktioniert. Die geben dir ganz viel Freizeit und Möglichkeiten und du bist wesentlich produktiver. Ja. Nein, weil es halt einfach irgendwie, es hat keiner irgendwelche Fragen gestellt oder sowas und ich war echt viel. Kinder am Anfang schlafen eh die ganze Zeit, aber dann... Das wissen die wahrscheinlich in den Firmen. Ja, also man hat dann zum Beispiel schlaflose Nächte und so weiter, aber immer dazwischen hat man immer okay, wieder so... Okay, also diese zur Verfügungstellung von Zeit, das wird... Aber es hängt sehr vom Arbeitgeber ab. Also ich sage jetzt mal, das ist wie bei Sozialversicherung. Wir sagen auch oft, wenn ich irgendwie mit Leuten über die USA rede, ja, wie schaut, da kommt irgendwie so, ja, aber die haben ja alle keine Sozialversicherung. Hängt alles vom Arbeitgeber ab. Das, was bei uns vom Staat kommt, das kommt drüben vom Arbeitgeber. Ich habe drüben für meine Sozialversicherung wesentlich weniger Zeug als hier und habe eigentlich wesentlich bessere Versorgung gehabt. Also das war wie eine Zusatzversicherung hier, nur habe ich mehr oder weniger ein Drittel von dem Zeug, was ich hier in Sozialversicherung zahle. Ja, wie hast du das erlebt, Roman? Also Familie oder Partnerschaft vereinbar mit Job oder mit Praktikum in Amerika? Mehrphasig, weil das... Das Angebot bei Microsoft ist einer 9-jährigen Beziehung entgegengestanden, die dann da genau deswegen auch zerbrochen ist. Bin dann nach Amerika gegangen und dort ist es aber so gewesen, dass die ganzen Leute natürlich geglaubt haben, ja okay, jetzt bist du 3 Jahre in Amerika und damals, wenn man an Familie interessiert bist, da musst du sicher wieder heimkommen, weil das kannst du drum nicht haben, wegen der Versicherung, wegen der Arbeitszeiten und so weiter. Und ich habe eigentlich die Meinung gehabt, falls ich jemals, also ich keine Familie, aber falls ich jemals in die Familiengründung übergehen würde, wäre das traumhaft in Amerika bei einer großen Firma. Das Problem ist, der Vorteil bei Microsoft und solchen Dingen war halt,
die kümmern sich wirklich um alles. Also wenn man einen Job bei einer von diesen großen Firmen hat, dann ist man für seine Familie und sich selber komplett versorgt. Bei mir war es zum Beispiel so, man ist irgendwo unterwegs und es tut einem irgendwas weh oder man weiß nicht, was los ist. Die haben eine Telefonnummer gehabt, man ruft dort an, das hat mich fasziniert. Ich habe das für Freunde gemacht und alles Mögliche. Man ruft dort an und man spricht mit einem echten Arzt, einem guten Arzt und man kann dem alles vorerzählen. Man sagt, ah, das tut ein bisschen weh und seit letzter Woche ist das. Und der erklärt da alles, geht alle Fälle mit dir durch und du denkst da, okay, bin ich froh, dass ich das quasi nicht zahlen muss. Aber das ist ein phänomenaler Service gewesen. Also, für mich, also auch bei dir im Sinne, wenn die Firma das zur Verfügung stellt, ist es definitiv. Dann ist viel möglich in Amerika, ja, aber natürlich, man muss es halt angeboten werden. Ist natürlich. Also mit sehr kleinen Kindern geht es ja noch ganz gut. Was man später halt dann beachten muss, also die ganzen, ja, also so College, aber selbst Kindergarten ist ja extrem teuer. Startup lieber in Österreich oder woanders gründen, ist die Frage. Vielleicht kurz, welche Art von Startup habt ihr? Ist deins auch ein Startup eigentlich oder hast du die Firma übernommen von der Nein, ist ein Startup. Also wer steckt dahinter und was sagt ihr, wo ist der Unterschied vielleicht auch zu Amerika, wenn man hier in Österreich gründet? Österreich oder Amerika würde ich natürlich sagen, definitiv irgendwo nur nicht in Österreich. Obwohl es besser geworden ist mittlerweile, glaube ich. Aber ich habe es versucht in Österreich mehrfach und es war einfach zu komplex und zu aufwendig. Wenn man natürlich da lebt und die Firma im Ausland gründet, wie es bei mir am Anfang auch der Fall war, darf man nicht unterschätzen, dass es natürlich extrem komplex ist, weil man zwar die persönlichen Steuern in Österreich, aber die Firmensteuer und Buchhaltung macht man dann in England zum Beispiel, wo man die Firma innerhalb von 10 Minuten gründen kann. Und das ist schon ein komplexer Aufwand, vor allem wenn man dann in Österreich vielleicht noch einen zahlen muss, der die Buchhaltung macht und sich aber nicht mehr auskennt. Was ist denn einfacher jetzt in Amerika oder in England im Vergleich zu Österreich? Einfacher ist immer relativ, weil natürlich, wenn man sich jetzt bei Stripe bei diesem Produkt anmeldet, man füllt das Formular aus, ich habe das letztens auf der Fähre von Italien nach Korsika gemacht und wie ich dort ankommen bin in Korsika, war die Firma in Amerika gegründet mit Bankkonto und allem. Also das war einfach, aber es verlangt halt, dass die dich akzeptieren und dass das alles ins Laufen kommt. Aber von der Gründung her oder vom Prozess her oder von der Unterstützung, sagt sie, ist es einfacher oder einfach auch akzeptierter als in Österreich? Ja, es ist eine ganz andere Risikobereitschaft dort. Ja, das ist der Klassiker. Wenn hier jetzt irgendwie fragt, ja, aber Startup, das ist Risiko und so weiter. Wenn man jetzt Softwareentwickler ist, ist es jetzt nicht so wirklich viel Risiko. Wenn jetzt das Startup halt nicht mehr funktioniert, dann bin ich nächste Woche woanders. Dann habe ich meine, ich weiß nicht, in Salzburg gibt es keine Ahnung, 1000 offene Stellen. Wie viele Mitarbeiter sind bei dir in der Firma oder wie viele Leute also hast du direkt gestartet, also im Labor ursprünglich waren es um die 40, 45 Leute. Ja. Davon waren knappe 12 bis 14 Vollzeitentwickler, die ja an diesem Projekt gearbeitet gehabt haben. Als das Spin-off gestartet ist, waren wir zu fünft, also Professor und 4 Entwickler. Ja. Ja, und dann jetzt sind wir glaube ich bei 10 oder 11 Leuten. Und du, ihr flugt doch jetzt auch, Roman, oder? Also du bist. Es ist immer meistens dann zwischen 2 und 3 Entwickler, die maximal zusammenhelfen. Und es ist immer ein Grafiker dabei. Und die sind aber über die Welt verstreut, oder? Also da sitzt du in Indien und. Ja, Wien sehr viel, Wien. Ja. Und einer in London. Oder auch für eure berufliche Laufbahn, das, was ihr jetzt tut, was hat das gebracht, ins Ausland zu gehen, in Amerika zu sein, eine gewisse Zeit, sich das anzutun, da auch irgendwie einen Prozess durchzugehen? Also ich habe so viel damit gelernt, ich habe eigentlich eine Karriere gemacht, oder ich weiß nicht, wenn man irgendwie nach Karriere fragt, mir kommt es aber noch irgendwie vor, als hätte ich noch nichts gemacht, aber ich habe so viele verschiedene Länder mittlerweile gesehen und so viele Personen kennengelernt, die ich sonst nie irgendwie kennengelernt hätte. Das war von Obama bis zu Hillary Clinton und so weiter, waren alle auf der Uni. Sagen wir wirklich die Top-Professoren, was den ganzen Bereich eigentlich überhaupt angeht. Dann hat es zum Beispiel jedes Jahr gibt's einen Austrian Research Innovation Talk, der wird vom ich glaube AWS, wenn ihr seht, unter Botschaft drüben. Da treffen sie Österreicher, die derzeit in den USA sind. Bekommt man einen Travel Grant zum Hinfahren, also kostet es nicht viel zum Hin. Und da lernt man ein paar halt wirklich interessante Leute kennen. Und da sieht man halt auch, okay, was gibt es für Österreicher, die so im Ausland sind. Ich glaube, Kontakt ist ein wichtiges Wort. Also man verlässt keine Stadt und keinen Job im Ausland, ohne mindestens einen Freund oder mehrere Freunde und Kontakte. Und das ist schon sehr hilfreich. Ich habe jetzt immer nur mein Plan B ist immer nur, wenn alles im Bach runtergeht, kann ich immer nur bei Google arbeiten oder sonst irgendwas. Ich habe dort einen Freund und ich weiß genau, wenn ich den anrufe, dann habe ich in einer Stunde oder 2 Stunden theoretisch ein Interview. Was nicht heißt, dass ich es kriege, aber es gibt mir zumindest die Möglichkeit, dort wieder reinzugehen. Und der einzige Grund, warum das möglich ist, ist, weil ich halt diese Person jetzt kenne. Und diese Leute trifft man im Ausland und es fühlt sich halt, man kriegt schon ein bisschen mehr von der Luft mit, die dort existiert, im Sinne von, ich nenne das wieder Film-Amerika versus normales Österreich und Europa. Ich habe 2 Streitgespräche mit dem Steve Ballmer gehabt. Und Steve Ballmer kenne ich, seit ich ein kleines Kind bin. Ich als 12- oder 13-Jähriger
was möchte ich mal werden? Buch geschrieben, Microsoft Programmierer, alle haben mich damals ausgelacht, quasi ja, Microsoft als Österreicher. Und das war schon cool in dem Moment. Im Moment war es nicht cool, weil es ziemlich unsympathisch war, aber es war halt eine coole Erfahrung, das zu machen. Man hat plötzlich mit einer Person zu tun, wie du jetzt schon gesagt hast, die man nur aus dem Fernsehen kennt oder die man nur aus anderen Sachen kennt. Oder man hat mit Leuten zu tun, die halt in diesem Umfang irgendwie in dieser Gegend unterwegs sind. Und das war eine unglaublich interessante Erfahrung. Und es ist schwer zu beschreiben, aber man kommt dann, ich habe dann 3 Jahre wieder in Wien gelebt, nach Amerika und nach London eine Zeit lang. Und habe dann schon gemerkt, man sitzt in Wien wieder beim Starbucks oder sonst irgendwo, wo man vor 6 oder 7 Jahren gesessen ist, aber man ist eine andere Person, die dort sitzt. Man macht zwar dieselben Dinge und so weiter, aber man hat einen komplett anderen Hintergrund plötzlich. Es ist halt einmal die ganzen Türen im Haus aufgesperrt, die immer zugesperrt waren, und plötzlich ist alles offen und es existiert keine Angst mehr. Und dieser ständige, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, ich weiß nicht, ob man das machen kann, ich weiß nicht, ob das ein Produkt ist. Diese ganzen Sorgen und Fragen sind plötzlich so viel weiter hinten angesetzt, weil halt so viel mehr möglich ist, wenn man weiß, was in der Welt daraus möglich ist. Also alleine für diese Erfahrung, selbst wenn es nur ein Jahr ist oder ein halbes Jahr, wo man selbst für einen Dödeljob nach Amerika geht, sage ich mal, wo man nur einen Blödsinn machen würde, kommt man 100% zurück und ist voll froh, dass man diese Erfahrung quasi gemacht hat. Zum Schluss, also eine letzte Sache würde ich ganz gerne noch weiterbringen. Und das ist, dass man sich in Österreich einfach oft nicht so wirklich irgendwie was zutraut. Und also bei einem, was zum Beispiel, wo das E-Mail rausgegangen ist, wer zur CMU gehen will, da waren das dann 58 Leute, also es sind 58 Leute gegangen und da haben sich, glaube ich, genau 2 Leute gemeldet. Und ein bisschen später dann haben wir nochmal eine E-Mail bekommen, das ist vom CERN damals gewesen, dass es darum gegangen, also Österreich zahlt gewisse Summen ans CERN und dafür werden auch bestimmte Forschungsstellen für Österreich reserviert. Und da ist eine E-Mail rausgegangen an alle österreichischen Unis und FHs für eine Softwareentwicklerstelle beim Sicherheitssystem vom Atlas, also vom Teilchenbeschleuniger. Ja, wäre eine super Stelle eigentlich gewesen, war richtig interessant. Ich habe mir das durchgelesen und gedacht, wow, das wäre cool, also ich habe halt schon was anderes gehabt. Ich habe mir dann Just for Fun zu beworben und habe einfach mal meinen Lebenslauf hingeschickt. Und eine halbe Stunde später hat man da zurückgeschickt und hat gesagt, ja, ich kann sofort anfangen, weil ich der Einzige war in komplett Österreich, der sich gemeldet hat. Und dann bin ich am nächsten Tag, habe mit ein paar Studenten gesprochen gehabt, mit Kollegen, gesagt, ja, habt ihr das E-Mail gesehen? Ich gesagt, ja, haben wir gesehen. Ja, was haltet ihr davon? So, ja, voll geil, das wäre die geilste überhaupt, also, wenn ihr das machen könnt, das war super. Ihr habt sich beworben. Nein, haben wir nicht. Genau. Dankeschön. Also ihr seid noch ein bisschen da, Getränke gibt's, danke fürs Zuhören und wir sehen die 2 wieder. Vielen Dank.